Antenne für Kinder. Niedersachsen hilft. Antenne für Kinder, das ist unsere Aktion gegen Kinderarmut in Niedersachsen. Und heute ist es soweit, all eure Spenden sind ausgezählt und gleich kommt ein riesengroßer Scheck, der an unsere Partner bei Diakonie und Caritas geht, damit das Geld auch wirklich genau dort ankommt, wo es hingehört, nämlich zu armen Kindern in Niedersachsen. Toll. 170.000 Euro, das ist eine Summe, auf die wir wirklich stolz sind. Toll, dass unsere Hörer Geld gespendet haben, dass Kitas und andere Organisationen sowas gemacht haben wie Kekse backen und verkauft haben, um Geld zu sammeln. Oder dass eine Platinplatte von Grönemeyer ersteigert wurde für einen Haufen Geld. Dass wir alle zusammen sind wir Niedersachsen eben, dafür sorgen konnten, dass so viel Geld zusammengekommen ist. Macht unheimlich stolz und toll zu wissen auch, dass das Ganze ohne Abzüge genau da ankommt, wo es gebraucht wird. Also wir sind sehr zufrieden, weil man muss, finde ich, bei den Sammlungsaktionen immer sehen, dass mit jedem einzelnen Cent, mit den 5 Euro, die ein Kind gespendet hat aus dem Taschengeld, sozusagen wirklich mit jedem Euro Gutes getan wird gegen die Armut von Kindern in Niedersachsen. Diakonie und Caritas wissen durch das Netz an Kreiskirchen, Kreissozialarbeitsstellen, aber auch durch die Kirchengemeinden von den Menschen und kennen sie, die Nöte haben. Sie kommen, sie fragen, sie schildern ihre Situation und das wird ganz kurzfristig dann an Diakonie und Caritas in ihren jeweiligen Stammhäusern weitergegeben, dort bearbeitet und so geht es. Euch ganz herzlich danke für 170.000 Euro für arme Kinder hier bei uns in Niedersachsen. Und trotzdem geht Antenne für Kinder auch in diesem Jahr weiter. Das heißt, ihr könnt weiter spenden und weiter helfen, damit wir Kindern in Niedersachsen helfen können mit unseren Partnern bei Diakonie und Caritas. Die Infos dazu findet ihr auf antenne.com. Niedersachsen hilft, denn zusammen sind wir Niedersachsen. Ihr alle, Diakoniehilfe, Caritas und Antenne Niedersachsen.